will nur einmal gucken, ob die Level da. Hä? Ich denke, ich kann hier spielen. Ach hier. Ich will bloß mal gucken, ob die Level anspruchsvoller werden. Oh, Level 2. Ja, nice. Ah, Mist. Uff, das wird ja doch dann ganz schön kompliziert. Ich würde jetzt aber interessieren, was passiert, wenn wir hier alle Level knacken. Hey, Torfino. Moment, hier ist noch was nicht in Ordnung. Wenn das jetzt so hier ist, so, dann geht das darüber und das verbindet sich so. Jetzt müssten wir das noch. Nein, das ist ein, das Spiel nennt sich gut, sei ein guter Bürger. Ich scheitere schon in Level 4. Hä? Das ist doch.
Aber dann müsste das so gehen und dann müsste das so gehen. Dann ist das hier wieder falsch. Dann müsste das nach unten gehen und das müsste nach darüber. Gott sei Dank. Nee, ich glaube bloß hier unten. Aber die haben gesagt, da passiert was, eventuell was Cooles. Das ist bloß so ein kleines Minigame im eigentlichen Spiel. Wir spielen hier einen Privatdetektiv, der mehrere Mordfälle untersuchen muss. Also den ersten Fall. Da fing es schon an mit der Vorgeschichte, dass wir in Mordfall fingiert hätten. Also wir haben da Beweise manipuliert, sodass da irgendwelche Leute auf dem elektrischen Stuhl gelandet sind. Ich bin mir nicht sicher, ob die zu Unrecht auf dem elektrischen Stuhl jetzt gelandet sind oder ob wir bloß die Beweise ein bisschen, das alles noch ein bisschen eindeutiger aussieht. Jedenfalls, das war die Vorgeschichte. Also wir waren mit unserem Detektivbüro so kurz vorm Abnippeln. Weil wir haben dann keine Aufträge mehr gekriegt, weil das alles rausgekommen ist und so. Und da stand dann auf einmal eine bei uns vor der Tür. Wir müssten den Mord untersuchen. Und da ging es halt darum, dass vom führenden Politiker die Geliebte umgebracht worden ist. Und das hätte die Schwester vom Opfer mitbekommen. Und der war halt auch noch verheiratet. Und das Krasse an dem war, er war der Führer der regierenden, bis dahin regierenden Partei. Und diese Partei, die hat halt viel Dreck am Stecken. So eine übelst rassistische Partei. Die haben einen Patterson-Test entwickelt, den jeder Bürger abschließen muss, glaube ich sogar. Und da wird halt einerseits so Intelligenz, Bildung, pipapo bewertet, aber auch klassische Sachen, Religion, alles mögliche halt. Und die haben es halt komplett auf die rassistische Schiene ausgenutzt, diesen ganzen Patterson-Test. Und da hatten wir dann halt die moralische Wahl, dann am Ende bringen wir jetzt den Typen in den Knast und die verlieren dadurch die Wahl. Aber er war ja in dem Fall unschuldig. Oder aber wir lassen zu, dass der wieder reingewaschen wird und dadurch hätten die dann die Wahl gewonnen. Ja, nö, die hatten keine Skrupel, weil die waren keinen anderen gefunden haben und die dachten halt hier. So, und jedenfalls, einer der Typen, also zu diesem Test gehört so ein Aqua-OS-System. Das ist sowas, so ein Betriebssystem wie Android oder so, sag ich mal. Und dieses Aqua-OS-System, da ist halt auch dieses Spiel drin. Und je mehr Punkte du hast, umso besser schneidest du auch im Patterson-Test ab. Aber das Perfide wiederum an dem Spiel ist es, dass du deine Punkte mit Kumpels vergleichen kannst. Aber die Punkte der Kumpels haben dann wiederum Einfluss auf deinen Test, auf dein Testergebnis beim Patterson-Test. Also sprich, wenn du Kumpels hast, die hier in diesem Patterson-Test schlecht abschneiden, schneidest du automatisch auch schlechter ab. Also sorgen die damit im Endeffekt für eine Isolierung von denen, die sie weg haben wollen. Und jedenfalls gibt's jetzt einen zweiten Mord, den wir untersuchen. Und da hilft uns jetzt einer von den Entwicklern dieses Patterson-Tests und der hat uns so auch mit als kleine Überbrückung dieses Spiel mitgegeben. Und der hat gesagt, naja, wenn wir hier die ganzen Level schaffen, dann passiert eventuell was Cooles, aber Alter, ist das schwer. Ja, deswegen, ich bin total fasziniert.
Das ist so einerseits vielschichtig und komplex, aber andererseits wieder so genial aufgebaut, dass du halt nie das Gefühl hast, dass du irgendwo nicht mehr hinterherkommst. Richtig genial gemacht. Also das Teil muss ja mal so, weil sonst würde eins in Richtung Ausgang zeigen. Also sprich, das muss auch so, das muss so. Weil sonst würde das nach außen zeigen. Soweit ist es richtig. Jetzt könnte das noch nach unten zeigen. Dann müssten die zwei so. Dann müsste das hier so. Oh. Aha, aha. Das könnte, nee, das musste so. Weil ansonsten würde das dahin zeigen und das muss ja so. Also muss das so. Aha, aha. Siehst aber, dass das so muss. Also zeigt er doch eins nach außen. Nee, warte mal, wenn das hier andersrum zeigt, so hier. So. Aha, aha, aha. Ich meine, wenn du lieber ein bisschen Story haben willst, musst du es sagen, dann machen wir in der Story weiter. Ich rein theoretisch schon allein durch Ausschlussverfahren und so dürften wir hier relativ fix durchkommen. Bloß mich würde halt interessieren, was dann passiert, wenn wir hier alle Level knacken. Soweit müsste eigentlich alles Zwang sein. Dann müssten wir das hier abschließen. Aha. So, dann müsste das da nach da gehen. Aha. 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 Dann kann das nur dahin zeigen. Dadurch haben wir den Zwang. Ach hier. Alter Schwede. Mal hier wieder irgend so ein Ansatz. Hier haben wir einen Ansatz. So, passt. Aha. Der müsste. Nee, machen wir erstmal hier. Das ist Quatsch. So, das so. Das so. Dadurch ist der dahin verpflichtet. Nee. So her. So. Und dann müsste der nach dahin gehen. Dann müssten wir die verbinden. Ha, ha, ha.